Okay, was hat eine Jugendliche hier draußen zu suchen? Naja, die Kids fahren hier raus mit ihren Schneemobilen und feiern im Schnee große Partys. Aber barfuß sicher nicht. Was denken Sie? Ich weiß nur, was die Spuren sagen. Tja, das ist alles, was wir haben. Kommen Sie, ich zeig Ihnen was. Hier vorne, sehen Sie, wie die Zehen abgebildet sind? Die Vorderseite ist viel tiefer als die Hinterseite. Das zeigt, sie ist gerannt. Kommen Sie, ich zeig Ihnen noch was. Sie ist gerannt, bis sie hier hingefallen ist. Sehen Sie die Blutlache? Wo ihr Gesicht in den Schnee fiel? Hier draußen herrschen 30 Grad minus in der Nacht. Wenn sich die Lunge mit eiskalter Luft füllt, während man rennt, dann gefriert sie. Sie füllt sich mit Blut und man hustet es aus, woher sie auch gekommen ist. Sie ist den ganzen Weg hierher gerannt. Ihre Lungen sind hier geplatzt. Sie hat sich da zusammengerollt und ist an ihrem Blut ertrunken. Was denken Sie, wie weit kann jemand hier draußen barfuß laufen? Ich weiß nicht. Wie schätzt man den Lebenswillen, den einer hat, ein? Besonders bei diesen Bedingungen. Ich kannte die Kleine. Sie war eine Kämpferin. Was Sie auch glauben, wie weit sie gerannt ist. Ich garantiere Ihnen, sie rannte noch weiter. Ich muss zu meinem Sohn zurück. Hey, wären Sie bereit, mir zu helfen? Könnte er mir bei dieser Ermittlung helfen? Was? Er arbeitet nicht für mich. Und vergiss nicht, du musst noch einen Puma töten. Hab ich nicht vergessen. Es sind drei. Entschuldigen Sie, was für einen Job haben Sie genau? Ich bin Jäger. Ein Puma-Jäger? Ich jage Raubtiere. Gut. Was spricht dagegen, dass Sie für mich jagen? Okay.